Gen Urobuchi wollt's mal wieder wissen. Nachdem sein Name vermehrt zu Werbezwecken für mehrere Anime wie Ruby, Ice Queen Dim oder Bubble missbraucht wurde, obwohl er selbst nur wenig zu diesen Titeln beigetragen hat oder im Fall von Ruby halt wortwörtlich gar nichts, hat er mal wieder selbst den Stift in die Hand genommen und Drehbuch geschrieben. Was dabei rauskam, ist ein Anime namens Revenger, der Anfang 2023 rausgekommen ist und ziemlich untergegangen ist. Also gebe ich dem Titel mal die Bühne, die er verdient. Ich bin Mickey und willkommen zu dieser Review. Edo-Periode. Nagasaki. Ein besonderer Ort zu einer besonderen Zeit, denn während der Edo-Periode waren die Grenzen Japans dicht. Bis auf einen Hafen in Nagasaki, Dejima, der offen für Niederländer und Chinesen war. Somit ist Nagasaki eines der wichtigsten Städte Japans für den Handel. Mitten in diesem Trubel befindet sich Hauptfigur Raizo Kurima, eine Samurai, dessen erste Amtshandlung in der Serie das Niederschlagen seines Schwiegervaters ist, der des Opiumhandels beschuldigt wird. Wie sich herausstellt, steckt da jedoch viel mehr dahinter. Als seine Clansmänner auch ihn umbringen möchten, schafft er es zu fliehen und schließt sich einer seltsamen Bande an, den Revengern. Leute, die im Namen der christlichen Kirche, die zu dieser Zeit verboten ist, Rache für diejenigen ausüben, die in eine goldene Münze beißen. Was folgt, ist sowohl eine zynische Rachegeschichte wie ein abgefahrenes, höchst überspitztes Historiendrama. Direkt lobenswert finde ich die Darstellung Nagasakis. Der Anime zeigt den indischen Einfluss auf Nagasaki, da indische Kultur und Menschen durch deren Kolonisierer durchaus auch nach Japan kamen. Man sieht queere Prostitution, in dem Fall speziell Männer, die mit Männern schlafen, und der chinesische Einfluss in Form des ältesten Chinatowns Japans wird ebenfalls dargestellt. Sogar das verbotene Christentum und wie diese Leute im Geheimen ihre Religion ausüben wird thematisiert. Was man also sieht, ist kein heteronormatives, in ganz großen Anführungszeichen rein rassiges Bild, was so viele andere Anime, die zur Edo-Periode spielen, vermitteln. Hinzu kommt, dass einer der Revenger andeutungsweise intersex oder transgender ist, was so subtil behandelt wird, dass viele das gar nicht mal mitbekamen. Was Revenger also schon mal bietet, ist ein buntes Umfeld und was man bei Großfirmen vielleicht als Abhaken einer Diversity-Checkliste ansehen könnte, reflektiert, mag es auch überspitzt sein, die bunteste Stadt Japans zur Edo-Periode, sowie all diese Themen gut mit in die Handlung integriert werden. Nehmen wir die homosexuelle Prostitution. Buddhistischen Priestern ist es untersagt, mit Frauen zu schlafen, weil der Tempel aber explizit den Beischlaf mit Frauen untersagt, gibt es ein Schlupfloch, falls man doch Sex haben möchte. Sex mit Männern. Japan ist eines der ganz wenigen Länder, in denen Homosexualität niemals verboten war. Man könnte sogar so weit gehen, dass es vor der Grenzöffnung akzeptierter war als danach. Jene Priester bekommen eine Gruppe an Männern zur freien Verfügung, wie Sexsklaven. Was dadurch forciert wird, dass all diese Prostituierten mit Opium vollgefüttert werden, sodass sie keinen klaren Kopf mehr bewahren können. Dieses Opium wiederum hat etwas mit unseren Revengern und ihrer Handlung zu tun. Kommen wir doch glatt mal auf die Hauptfiguren zu sprechen. Indes das Setting viel Wert auf den historischen Aspekt legt, kontrastieren jene diese Bodenständigkeit mit ihrem völlig überzogenen Charakter. Yuen Usui beispielsweise gibt sich nach außen hin als Händler, fast jeder der Revenger hat wie ein Superheld zwei Ebenen, ist geschickt mit Worten, scheint immer ruhig zu sein, doch sobald es ans Töten geht, veräußert sich seine Rache in Form von mit goldenem Lack übermalte Papiere, die er über das Gesicht seiner Feinde klebt, bis diese ersticken. Indes seine Feinde noch blind ihr Schwert hin und her schwingen, geht Usui bereits auf die Knie, lockert seinen Mantel und betet im Namen der heiligen Maria mit seinem riesigen Maria-Tattoo auf dem Rücken. Wenn das schon seltsam und überzogen wirkt, wartet erst einmal Teppa Murakami ab, der seine Feinde mit einem riesigen Bogen und riesigen Bolzen hinrichtet, die einschlagen wie Artilleriebeschuss, während seine Klamotten vor lauter Spannung explodieren jedes Mal, wenn er den Bogen spannt. Der muss eine reichlich große Garderobe haben. Ich fand's relativ lustig, als ich mehrere Leute sich beschweren las, wenn später ein zweites Team an Revengern vorgestellt wird und einer davon ein Scharfschützengewehr mit viel zu gut funktionierendem Schalldämpfer nutzt. Das ist weird, aber der Typ, der Bolzen wie ein Raketenwerfer badert und dabei jedes Mal seine Klamotten platzen, das ist okay. Die übertriebene Action ist jedoch nur eine Seite der Medaille. Wo Urobuchis Werke durchaus für ihre Action bekannt sind, siehe Fate Zero oder Madoka Magica, obliegt die Inszenierung dieser bei den RegisseurInnen und ZeichnerInnen. Und hier sei gleich gesagt, das ist einer der großen Aspekte, bei denen Revenger leider versagt oder sagen wir zumindest enttäuscht.
Aijado mag eines der ältesten, noch immer aktiven, unabhängigen Anime-Studios sein, doch sind die meisten ihrer Anime heutzutage von der Produktion her kaum der Rede wert, wenn sie nicht gerade stilisiert sind wie Kakushigoto, was keine besonderen Animationen braucht, um aufzufallen, wenn der Stil von Mangaka Koji Kometa bereits so besonders ist. Doch Revenger fällt nicht in diese Kategorie. Revenger hat den typischen Nitro Plus Look. Während die Character Designs also aussehen wie bei Fate Zero oder Psychopass, kommt die Animation nicht einmal ansatzweise an dieses Level heran und der Rest der Inszenierung, also Regie, Schnitt, Kameraarbeit, können genauso wenig mithalten. Das hat nicht nur Konsequenzen für die Action, die in Revenger immer noch alles andere als schlecht aussieht, sondern auch auf das Writing, die andere Seite der vorhin angesprochenen Medaille. Urobuchis Dialoge sind direkt und trocken. Figuren unterhalten sich über ihre Weltanschauung auf eine Weise, wie es Menschen niemals realistisch tun würden. Weshalb seine Figuren so extravagant an erster Stelle überhaupt sind. Es geht darum, verschiedene Ideologien zu erkunden, was letztlich zu einer Szene führt wie in Fate Zero, wo mehrere Könige aus verschiedensten Ländern und verschiedensten Zeitepochen aufeinandertreffen und diskutieren, wie ein König sein sollte. Diese Dialoge können lang sein und, wie gesagt, sind inhaltlich trocken. Weshalb sie nicht langweilig sind, lässt sich oft daran festmachen, wie die Gespräche in Szene gesetzt werden oder wenn man bereits investiert genug ist, dass man diese Verschönerung nicht benötigt. Für mich hat Revenger funktioniert, weil ich die Art, wie Urobuchi schreibt, mag. Andere, die sogar andere Urobuchi-Werke mögen, können aber daran abprallen, wie wenig Revenger diese Trockenheit kompensiert. Wenn man von der eingängigen Beschreibung der Handlung vielleicht vermuten kann, spielt Revenger mit den Themen Religion, Drogen, dem Samurai-Kodex und noch einiges mehr. Gerade der Wert eines Menschenlebens wird sehr viel diskutiert. Und hier clashen Welten aufeinander. Die in Kinderarbeit aufgewachsene und immer noch sehr junge Figur Nio sieht keinen Sinn im Leben. Jedoch nicht auf eine nihilistische Weise, sondern viel eher auf eine rationale Weise. Kurima, der hingegen allem beim Sterben zusehen musste, was er liebte, ist strikt gegen diese Ansichtsweise. Das sei nur als ein Beispiel erwähnt. Die eigentliche Handlung ist nicht viel weniger interessant. Es mag als einfache Rachegeschichte anfangen, doch deutet das Szenario auf eigentlich recht weitreichende Konsequenzen für ganz Japan hin. Die Handlung ist kurz nach dem zweiten Opiumkrieg angesiedelt, von dem die Japaner selbstverständlich mitbekommen haben, vermehrt jedoch durch chinesische Quellen, die sich selbstredend als unfaires Opfer und die Briten und Franzosen als böse Monster darstellten. Tatsächlich erfuhren die Japaner zwischen dem ersten und zweiten Opiumkrieg von der britischen Stärke in erster Hand, als die neumodischen Dampfer von Nagasaki landeten, gegen die Japaner, die im Prinzip 200 Jahre in der Entwicklung feststecken durch ihre Geschlossenheit, keine Chance hatten. Daher wurden Verträge geschlossen, die es auch den Engländern erlaubten, kurz vor Ende der Edo-Periode zu handeln. Dieser Handel soll laut Anime wie in China zu einer wahren Opiumplage führen, die von Nagasaki aus ganz Japan befallen würde. Dass es dazu nicht kam, sollen wir den Hauptfiguren zu verdanken haben. Die Rolle der Chinesen, die wie gesagt in Nagasaki einen Standort haben, wird hierbei clever in die Handlung mit einbezogen. Weitere Twists jedoch sind keiner Erwähnung wert und wenn man auch nur mal ein JRPG gespielt hat, 20 Kilometer gegen den Wind zu riechen. Ehrlicherweise gibt es gar nicht so viel mehr zu Revenger zu sagen. Was ich bisher nicht unterbekommen habe, ist, wie gut der Soundtrack ist. Yon Futamata hat das erste Mal für einen Anime komponiert, nachdem sie zuvor als Sängerin aktiv war und in New York Bebop studierte. Die Jazz-Einflüsse kann man in manchen Liedern sogar hören, wobei die meiste Zeit die Musik bei relativ klassischem Edo-Periode-Stil bleibt. Somit Shamisen mit diesem traurigen Frauengesang, der Shamisen begleitet, mit Kotos, aber auch sehr basslastige Streicher mischen mit, wie ein Track ebenfalls ein bisschen Rock reingemischt hat. Die Musik erschafft eine Landschaft, die hervorragend zum kulturell bunten Nagasaki passt, ein Konflikt zwischen dem traditionsreichen Japan und dem neuen Westen. Was sie aber genauso gut pinselt, ist die Tragik der Geschichte, deren Ende ich äußerst gelungen finde. Der Abschluss kann sich meinetwegen gerne zu Serien wie Bananafisch einreihen, die schlicht und ergreifend perfekt enden, die gar nicht anders enden hätten können oder sollen. Revenger ist ein weiterer Streich von Urobuchi, der darunter leidet, dass das zuständige Animationsteam weder die Ressourcen und oder das Talent zur Verfügung gestellt bekam, um seine üblichen Schwächen für ein größeres Publikum zugänglich zu machen. Doch diejenigen Leute wie ich, die sein Schreiben für das mögen, was es ist und besonders nach Fate Zero mal wieder ein paar Badassen beim Philosophieren übers Leben zuhören wollen, denen kann ich Revenger herzlichst empfehlen.